Ja, liebe Freunde, mit ganz herzlich willkommen zur Season 2 von Train Fever. Ich befinde mich hier auf der Karte Bora Bora, die ist von Bora Bora. Ich habe es mir doch hier irgendwo aufgeschrieben, jetzt finde ich es nicht mehr. Ja, genau, von dem lieben Veruslux, ja. Vielen Dank dafür. Mir gefällt die wirklich sehr. Ich habe sie mir gerade eben schon mal angeguckt. Und ich muss sagen, ich werde sehr viel Spaß mit dieser Map haben. Und wir können uns ja mal kurz angucken, ja. Hier die Städte. Finde ich klasse. Bruchsal. Bei mir in der Nähe 8 Bewohner. Cool, ja. Was haben wir noch? Balingen kenne ich noch. Ottweiler sagt mir auch irgendwas. Gut, die anderen kenne ich jetzt nicht. Ja. Aber wir können uns mal kurz hier kurz die Map angucken. Ja. Es ist ein Inselparadies. Wir sehen hier in der Mitte die große zentrale Insel und sehen hier schon einige Brücken weglaufen. Und ja, wo finde ich hier? Ach ja, genau, Bruchsal hier. 8 Einwohner. Coole Stadt, die wird sich auf jeden Fall noch ausbreiten, ja. Vielleicht schafft sie ja die 30 oder die 40. Mal gucken. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gelungene Map, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass ich hier einen Bahnhof blenden kann, ja. Kann ich sogar. Okay, krass. Hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Es wird halt einfach sehr witzig, weil ich sage mal, guck dir das an, die ganze Insel ist eigentlich schon mit Häusern bedeckt, ja, und dann müsste man eigentlich die ganze Stadt abreißen, um hier einen Bahnhof hinzusetzen. Also das gefällt mir hier sehr, sehr gut, wirklich gute Arbeit. Da werde ich mir auf jeden Fall was überlegen, hier auch schön mit den Inseln hier zwischendrin. Und natürlich hier der zentralen Insel, was ich aber schon mal gesehen habe, ja. Unsere größte Stadt ist nicht hier, sondern hier. Hüfingen, ja. Hier, Hüfingen. Danach kommt Creußen. Ja, Creußen. Die ist auch nicht hier, die ist hier. Okay, was kommt denn dann? Dann kommt der Doppelname, der ist da. Dann kommt erst Wittlich, ja. Und dann kommt erst Wittlich. Also Leute, die Karte wird uns mega viel Spaß machen, ja. Und falls ihr euch fragt, warte mal, Season 2? War da noch irgendwas? Letzte Season ging ja, glaube ich, bloß so 7 Folgen oder so. Ja, das war ja die Map, wo ich ja schon ewig lang für mich privat gespielt habe und ich mich dann eines Tages entschieden habe, euch einfach mitzunehmen. Und ich habe aber diese Map in letzter Zeit kaum noch gespielt, da ja, einfach wegen den Lags. Wir sind schon im Jahr 2500. Ja, die Städte wachsen und wachsen. Und vor allem auch wegen den Mods. Und ich will meinen Prozessor eigentlich nicht weiter hochtacken, denn der ist jetzt schon eigentlich warm genug. Ja. Und deshalb habe ich mich jetzt einfach. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, mit euch eine neue Karte anzufangen. Ja. Und ihr seid natürlich von Anfang an mit dabei. Nicht so wie letztes Mal, dass ich alleine anfange. Das ist natürlich scheiße. Ja. Und wir werden hier natürlich unser Bestes tun, nicht pleite zu gehen. Vorab zu sagen, ich habe einige Mods installiert, ja. Also ich habe es jetzt nicht mitgezählt, aber ich weiß, wie viele Mods ich selber benutze. Ich habe einige draußen gelassen, weil ich dachte, ich brauche die hier auf der Map einfach nicht, weil die einfach zu groß sind, ja. Oder einfach unnötig, weil wir haben ja nicht wirklich viel Bauplatz. Also wir können jetzt hier nicht irgendwie einen mega Güterbahnhof aufbauen. Können wir schon, ja, aber deshalb habe ich einige Mods draußen gelassen, aber ich denke trotzdem noch, dass es rund 400 bis 450 Mods sind, die hier in dem Spiel dabei sind, ja. Und falls ihr euch fragt, ja, wie oft wird denn zu das Let's Play kommen? Ja, kann ich nur nicht so wirklich sagen. Ich denke mal alle 2 Tage, ja. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Hintergrundmusik drin. Falls euch die stört, könnt ihr euch gern sagen. Ich kann nur gern hier
die Train Fever Musik reinmachen, aber ich höre halt einfach am liebsten House und ich denke mal, es ist einfach so Unterhaltungsmusik, die mögen viele. Aber falls es euch nicht gefällt, schreibt es in die Kommentare, dann kann ich es auch natürlich rauslassen. So, jetzt bin ich natürlich am Überlegen, wie fangen wir hier an, ja? Oh, sehr schön hier. Sehr schön hier, muss ich sagen. Hier wird auf jeden Fall irgendwas Cooles von uns hinkommen. Ich habe auch ein bisschen, wie man sieht, den Wald ein bisschen hochgestockt, weil mir ist es echt in den normalen Einstellungen ist einfach viel, viel, viel zu wenig Wald. Ja. Und ich weiß nicht, ob jetzt hier auf den Inseln so viel Wald ist, aber ich mag's wirklich. Sieht gut aus, finde ich. Und jetzt ist erstmal die Frage, wie sind denn die Güter verteilt? Ja, ich habe schon gesehen, es gibt oft bloß ein Güter von jeder Sorte. Ja, zum Beispiel hier kein einziges, hier wieder. Ja, die sind alle hier auf der Hauptinsel oder dann hier hinten irgendwo verteilt. Was ich auch lustig fände, wäre hier noch irgendwas. Ja, hier auf diesen kleinen Inseln, weil hier ist gar nichts. Also wie gesagt, hier außen nichts, nichts. Hier müssen wir alles hin transportieren. Okay, also was ich jetzt zum Beispiel sehe, Öl. Wo war das? Hier Öl zu Plastik und Plastik zu Güter. Oh shit, man. Oh Gott, die Güterverteilung ist ja richtig am Arsch. Was ist das? Das ist Holz zu Güter. Und Holz ist. Oh, Holz wäre hier. Das könnte man sogar machen. Ich frage, fange ich erst mit den Personen oder mit den Gütern an? Ich würde sagen, wir haben 3 Millionen. Wir können uns ja immer noch einen Kredit aufnehmen. Ich würde einfach mal sagen, wir fangen tatsächlich mit den Gütern an. Ja? Wir haben hier so eine schöne Holzproduktion. Und ich glaube, ich sehe fast gar keinen anderen Ausweg wie. Okay, später könnten wir es eventuell mit den Schienen probieren. Aber ich würde hier anfangs einfach LKWs drauf schicken. Okay, der Weg ist aber echt lang. Wo ist denn die Industrie? Die ist hier. Da würde ich jetzt einfach mal anfangen, halt, und würde hier etwas hinbauen. Ich würde es aber gerne hier hinbauen. Ja, gut, warum reißen wir das halt kurz ab? So. Dann brauchen wir hier noch einen. Was kostet der? Das ist ja fast gar nichts. So. Wir brauchen hinten beim Holz noch einen. Da können wir eigentlich wieder so einen kleinen nehmen. So. Das erste, was ich mache. Okay, das sieht bloß so komisch aus. Okay. Das erste, was ich mache, ist eigentlich immer eine Ladezeit zu machen und setzt die dann hier oben rein. Weil das verkürzt unsere Ladezeit um einiges. So, das ist Holz Hüfingen. Das geht von hier. Hier ist aber keine Stadt in der Nähe, wa? Nächste ist es da. Okay. Das geht von hier nach da.
So, dann brauchen wir nochmal eine neue Linie. Das ist dann Hüterhüfingen. Ich habe die dann von hier in die Innenstadt. Ich könnte auch hier so eine. Na, ist egal. So. Bauen wir ein Depot. Ich würde sagen, bauen wir anfangs das ganz normale. So. Okay, wir haben fast gar nichts. Okay. Holz. Kostet. Okay. Also der Holzweg ist ja schon mega lang, da würde ich schon sagen. Kommen wir mal 10 Fahrzeuge. So, die gehen auf Holz Gerlingen. Jetzt können wir mal Play machen. Und beim Güter. Güter 4, 5, 5 Güter. So, jetzt müssen wir die natürlich ein bisschen verteilen. Boah, die haben aber eine mega. Okay, Ladegeschwindigkeit mal 3. Haben wir schon ja, ne? Wir können ja mal anfangen, hier unsere Kredite zurückzuzahlen. Weil umso weniger Kredit oder umso weniger Kredit wir haben, desto mehr müssen wir natürlich auch ausgeben, ja? Wird der jetzt gebremst oder? Ich weiß, dass du 95 kannst, aber. Okay, die Straße kann 60. Das heißt, er wird dann gleich mal hinten rauffahren. So, die Holztransporter müssen natürlich erstmal da hinten ankommen, dass wir die Linie bekommen. Boah, das ist echt mega weit. Da müssten wir fast schon die Straße ausbauen. So, was ist denn das für eine Straße? Müsste die hier sein mit 60. Ja, weil ihr könnt doch 95 fahren, ja. Wie wäre dann der Vorschlag, wenn ich, was weiß ich, zum Beispiel die Brücken, ja, zum Beispiel ausbauen würde? Nicht genügend Platz? Müssen mich verarschen? Aber hier, das können wir zum Beispiel ausbauen. Das können wir beispielsweise auch ausbauen. So. Weil dann können die hier wenigstens mal 95 fahren, ne? Wir haben noch 19.000. Das ist natürlich auch scheiße. Die müssen da runterbremsen auf 17, 21. Natürlich dann doch schon heavy.
Das ist halt nun mal so bei den ersten Strecken. Kann man nichts machen. So, der erste kommt gleich an. Wir haben schon ja, okay. Hier könnten wir beispielsweise mal einen umdrehen. Weiß, der fährt dann trotzdem leer zurück, ja. Cool, wir haben noch gar kein Holz geliefert und der produziert schon Güter. Cool! Geil! Okay, hier könnten wir eigentlich noch mal einen ins Depot schicken. Wir könnten circa zwei noch mal ins Depot schicken. Oh. Leihen wir uns noch mal was? Ja, unterwegs ins Depot. Sind da schon beide drin? Ah ja. Kaufen wir mal. Können wir wieder zurückzahlen? Bestens läuft das. Hast du einen dabei, ein Güter? Zwei Güter? Okay, wie viel bringt denn das? Siebentausend, alles klar, Mann. Oder kommt der. Nicht der Erste, der zurückkommt mit dem. Hä? Nehmt ihr Vollidioten kein Holz mit? Alles klar. War da schon mal einer da oder warum nimmt die kein Holz mit? So. Also wirklich eine klasse Landschaft, wenn man das sich so anguckt. Wenn dann nachher noch das Schienennetz und alles ausgebaut ist, ich glaube, es wird hier richtig, richtig, richtig cool. Hier werden wir einiges, wirklich einiges zusammenbekommen. Ich glaube, die Ecke müssen wir mal entschärfen. Na, da sind Fahrzeuge im Weg, ja, ist egal. Oh, hier über die lange Brücke, wo wir schon ein bisschen Geld investiert haben. Wir können dann später natürlich auch hier einfach direkt rüber eine Brücke ziehen. Ja. So. Und wahrscheinlich einiges an Zeit sparen. Man merkt an den Straßen, dass wir so langsam in die Nähe von einer Stadt kommen. Und wir haben diesen Mittelstrich.
Wie weit man den Schornstein einfach schon sieht. So, wie viel sind wir da? Bei 14. So. Ja, wunderbar, wie das hier läuft. Oh, wir sind nur noch bei 1000. Müssten vielleicht gleich nochmal ein bisschen Kredit aufnehmen. Straße müsste man, könnte man eigentlich auch, oder? Nee. Oh yeah! Mich würde es ja mal interessieren, was ich so bei den Straßen alles habe. Quatsch. Bei den Schienen. So, der liefert jetzt geschmeidig seine drei Holz ab. Das wird wahrscheinlich einiges bringen, weil der Weg so ewig lang ist. Kann ich mir jetzt vorstellen. Okay, drei Stück Holz bringen 60.000. Okay. Okay. Ihr fahrt halt allen hintereinander. Oh ne, der hat ein Holz dabei, der geht nicht. Muss aber wahrscheinlich nichts dabei. Der hat auch ein Holz dabei. Und du? Ist auch ein Holz dabei. Wenn du mal mehr wie ein Holz mitbringen. Alles klar, der fährt hin, okay. Oh, hier haben sie schon. Baujahr 1950 und das ist wahrscheinlich hier die ältere. 29, 26, 41. Irgendwo habe ich doch schon mal Hochhäuser gesehen, ja, genau. 34. 1934 gab es ja noch gar keine Hochhäuser, oder? Ich würde jetzt fast schon sagen, dass wir mal anfangen könnten, unsere erste Strecke zu verlegen. Okay. Ich hab gerade bloß mal geguckt, wie viel das von den Schienen her kostet. Das ist einiges. Wenn jetzt mal einen ganz billigen Bahnhof nimmt. Ja, das ist wahrscheinlich nicht billig. Der ist billig. Noch einen billigeren? Nee, gibt's noch gar nicht, okay. Man müsste die zwei Häuser abreißen. Ja, komm.
Wenn ich genügend Geld dafür. So. Und wenn ich jetzt... Boah, das kostet ja einen Haufen Asche. Wie ist hier die Landnutzung? Wir müssen hier... Hier der Boden so uneben. Ein bisschen eben machen jetzt hier. Sonst kann ich hier keinen Bahnhof draufsetzen. Wie soll denn das gehen? Ich kann nichts. What? Was ist jetzt passiert? Okay, da kann ich, aber warum kann ich hier nicht mehr? What? Hallo? What the fuck? Bin doch noch gar nicht auf Meeresspiegelhöhe. Okay. Jetzt bauen wir hier den gleichen hin. Minus. Wird wahrscheinlich einiges kosten. Okay. Müsste ich die noch irgendwie verbinden? Der direkte Vorschlag wäre 1 Million. Ja gut, das ist aber auch eine Brücke, also. Und ohne Brücke? Noch 100. Halt. Der will da eine Brücke machen. Warum ist der elektrifiziert? Ja, das kostet mich jetzt noch mal extra. Alles klar. Wo ist der Anschluss? Ah, das ist daneben. Das ist daneben. Das ist daneben. Wo ist der fucking Anschluss hier? Okay. Dann noch mal uns 100 € leihen.
Wieder daneben, oder? So. Wenn ich jetzt hier hinten noch ein Dings hinsetzen. Ah, wunderbar. So, jetzt kann ich bloß nichts mehr kaufen. So. Was haben wir denn? Okay, wir haben den Schienenbus, der 90 kann. Okay, das sind alle Lokomotiven. Welche kostet denn am wenigsten? Ah, okay. Die sind auch schon verfügbar. Aber die sind ne, die sind sogar Diesel. 250.000 im Jahr. Sollen wir die schon fahren lassen? Von 1950 ist das. Achso, der kostet 1 Million. Yeah. Alles klar. Muss ich ein Darlehen aufnehmen? Ja. Nochmal ein Darlehen aufnehmen. Dann brauchen wir eine Linie. So, das ist dann von hier nach da. Das ist dann Zug Tübingen nach die was Dienstlaken. Okay, also Leute, ich habe deutsche Städte eingegeben. Falls irgendjemand Dienstlaken kennt, ja, dann Respekt. Ja. So, bitte fahren. Sie. Glaube, wir machen einfach eine Mitfahrt. Schauen uns einmal die schöne Strecke an. Natürlich steht jetzt noch niemand da. What the fuck? Das klang gerade mega nach einer Autohupe. Bin mal gespannt, wie lange er uns miese fährt. Also wie lange es braucht, bis er Gewinn einfährt. Das dann mal weg. So. Okay, arg schnell ist der echt wirklich nicht. Aber schön hier mit dem offenen Meer an der Seite. Und er ist mir auch richtig gut vorstellen, hier unten dann direkt am Wasser noch später ein ICE oder einen Schnellzug da lang fahren zu lassen. Das sieht einfach spitzenmäßig aus, bestimmt. Was ich jetzt auch super klasse finde, sind hier diese Fahrten durch den Wald. Ja, die hatte ich davor kaum. Weil, wie gesagt, ich habe extra diesen Forest Indicator hochgesetzt.
Ich habe es mal auf 100 gesetzt, da war aber komplett alles voll mit Wald und das war mir dann doch ein bisschen zu übertrieben. Weil ein bisschen grün, so wie hier rechts zum Beispiel, kann es ruhig sein, ja? Warum denn nicht? Okay, warten tut noch niemand. Okay. Nein. Okay, gucken wir mal hier hinten. Hier wird fleißig gebaut. Klingt sie auf das Symbol und Arbeitsplatz via Zug gefällt mir. Das heißt, du bist unser erster Passagier. Herzlichen Glückwunsch. Alter, was ist los mit dir? Du läufst ein bisschen komisch. Er zieht ja auch schön eine Fahrkarte. Okay, vielleicht hast du ja schon eine Monatskarte. Und wann kommt denn hier unser. Oh je, der ist noch ganz da hinten. Guckt hier mit seinen 90 km/h rum. Jawohl, unser erster Passagier. Und er fährt auf den Arbeitsplatz, ja. Frisch gebaut neben dem Bahnhof. Noch, ja. Noch ist einigermaßen Ruhe hier am Bahnhof. Okay, das ist eine. Oho. Drei Passagiere. Vielleicht muss ich doch nochmal investieren. Ja, und hier den Weg ein bisschen kürzer machen. So zum Beispiel. Aber jetzt haben wir hier schon drei Passagiere. Hey Jungs, wo läuft ihr denn hin? Vielleicht haben wir da den Weg für einige etwas kürzer gemacht, dass sie sich doch noch überlegen, mit der Bahn zu fahren. Ja. Vielleicht. Hat sich hier noch einer dazugesellt oder? Naja. Ah, er fährt gerade los. Er fährt gerade los. Okay, du brauchst 5 Minuten. Okay. Okay. Sollte man vielleicht anfangen mit den ersten Bussen? Das überlegen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ja, Meinungen gerne unten in die Kommentare. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder hier in Dienstlaken. Und ich wünsche noch einen schönen Tag und bis dahin. Tschüss.